es bedeutet auch unter anderem neue Werke zu erarbeiten, die man halt normalerweise, ja, so ein großes Werk wie zum Beispiel Wagner oder so, nicht alltäglich erarbeitet, genau, und halt mit den Kollegen, Studienkollegen zusammen zu spielen und zusammen etwas zu kreieren. Viele von uns haben ja den Wunsch, später mal im Berufsorchester zu spielen, und dafür ist es natürlich unabdingbar, dass wir das üben, an den verschiedenen Positionen im Orchester zu spielen, Orchester spielen zu lernen, aber es sind natürlich auch die Stücke. Ja? Also so ein Ring ohne Worte gespielt zu haben, ist super hilfreich für uns, weil das kommt früher oder später in der Orchesterliteratur dran. Und wenn man es dann hier schon mal gespielt hat, dann ist das sehr, sehr gut für uns so. It is a pleasure to be able to learn and make music all together with all my colleagues from the Hochschule, so it is very nice. We can learn the personal and the teamwork, how we can put them all together with everyone, which is very important. Der Raum steht sehr im Raum, dieses S-Dur, und bauscht sich immer gegenseitig auf. Valhall war super schön. Ja, das ist schon eine sehr besondere Erfahrung, mit Musikern teilweise eben Stücke zum ersten Mal zu machen. Und auch die Verantwortung, dann so ein Stück so zu machen, dass es vielleicht fürs Leben irgendwie eine Begeisterung auslöst und auch bleibt. Also ich denke immer, dass bei mir Stücke, die ich zum ersten Mal mit dem Dirigent, mit dem Orchester gemacht habe. Und wenn es einem gelingt, ein Stück ja zu verhaften im Gedächtnis, im Spielgedächtnis, im Gedächtnis des Studiums, dann ist was gelungen. Thank you.